Um die neuesten Entwicklungen und exklusiven Berichte über den Krieg in nicht zu verpassen Israel und der gesamte Nahe Osten, Sie können unseren Kanal abonnieren. Die israelische Armee kämpft weiterhin intensiv gegen Terroristen in Gaza. Besonders diese Woche, mit der Entdeckung eines großen Teils des Tunnelnetzes in Gaza, die israelischen Streitkräfte haben einen riesigen Vorteil erlangt. Die israelische Armee ergriff sofort Maßnahmen, nachdem sie die beiden größten der Hamas entwirrt hatte, Tunnel und das System, das mit diesen unterirdischen Tunneln verbunden ist. 20 Tage zuvor waren strategische Taktiken gegen Hamas Tunnel eingesetzt worden. Israel hat kritische Aufklärung, Aufdeckung und Angriffe durchgeführt, Operationen im Süden des Streifens, insbesondere um die sogenannte Führung von zu erreichen Hamas und Hamas auf Khan Yunis zu beschränken. In der letzten Woche haben sich Hunderte von Hamas-Mitgliedern der IDF ergeben und Tausende wurden eliminiert. Besonders bemerkenswert an diesem Erfolg war die Entdeckung von zwei großen Tunneln und wie die IDF Hamas-Mitglieder aus ihnen vertrieb. Sprengung von Hamas-Tunnelschächten und Einsatz von Schwammbomben und Meerwasserpumpen. Taktiken innerhalb der Hamas-Tunnel trieben die Hamas aus dem Versteck. Die effektivste Methode bestand darin, Meerwasser in Hamas-Tunnel zu pumpen. Anfangs gab es einige Vorbehalte dagegen. Aber die IDF hatte ihre gegründete Strategie und gab nicht nach. Insbesondere nach dem ersten Seewasserpumpvorgang wurde diese Methode angewendet häufig. Mindestens 5 kritische Hamas-Tunnel wurden mit Meerwasser gepumpt, darunter 2 große Tunnel der Hamas. Khan Yunus, Shujaiya, Gazaplatz, Jabalia, Erez und die gesamte U-Bahn-Tunnelnetz unter dem südlichen Gazastreifen. Wie hat die IDF diese Tunnel entdeckt? Welche Taktiken hat sie angewendet? Und was ist die jüngste Situation im südlichen Gazastreifen? Nach Angaben von US-Beamten, die über israelische Militäroperationen informiert wurden, hat das Militär begonnen, Meerwasser in den riesigen Tunnelkomplex der Hamas in Gaza zu pumpen. Es wird angenommen, dass die Überflutung der Tunnel, ein Prozess, der wahrscheinlich Wochen dauern wird, stattgefunden hat, begonnen im letzten Monat, als Israel 2 Pumpen zu den 5 bereits installierten hinzufügte und führte einige erste Tests durch. Der Schritt, die Tunnel mit Wasser aus dem Mittelmeer zu fluten, ist einer von Israel verwendet verschiedene Techniken, um die Tunnel zu räumen und zu zerstören. Ein Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums lehnte eine Stellungnahme ab und sagte, Operationen zur Flutung der Tunnel waren geheim. Nach Angaben von US-Beamten prüfen die Israelis immer noch den Nutzen der Verwendung von Meerwasser in einem riesigen unterirdischen Labyrinth, das sich über fast 300 Meilen erstreckt und enthält dicke Sprengtüren. Einige in der Biden-Administration befürchten, dass die Verwendung von Meerwasser möglicherweise dies ist nicht effektiv und könnte die Süßwasserversorgung des Gazastreifens gefährden. Im Jahr 2015 nutzte Ägypten Meerwasser, um von Schmugglern betriebene Tunnel unter dem Rafah zu fluten, Grenzübergang mit Gaza, was zu Beschwerden von Bauern in der Nähe führte, beschädigte Ernte. Aber andere US-Beamte argumentieren, dass die Technik helfen könnte, Teile der zu zerstören Tunnelnetzwerk. Da die Hamas im Untergrund darauf wartet, israelische Soldaten zu überfallen, wird das Meerwasser die Pumpmethode, ist die am wenigsten wahrscheinliche Ursache für Verluste der IDF-Streitkräfte. Es wird geschätzt, dass insgesamt 1 Million Kubikmeter Meerwasser benötigt würden, das 500 Kilometer lange Tunnelnetz der Hamas vollständig zu zerstören und zu überfluten. Die Pumpanlage für diese Methode wurde zuerst im Lager Al-Shati errichtet, Nachbarschaft von Gazastadt. In den letzten Tagen wurde der Bau von 5 Pumpen im Lager Al-Shati durchgeführt abgeschlossen. Obwohl israelische Beamte keine klare Aussage zu diesem Thema gemacht haben, ist es glaubte, dass Israel zuerst Meerwasser in den unterirdischen Tunnel der Hamas pumpte Netzwerke in dieser Siedlung. Aber Al-Shati ist nicht der einzige Bereich, in dem die IDF diese Methode angewendet hat. Zusätzlich zu den 5 Pumpsystemen hat die IDF die Installation von angekündigt 2 weitere solcher Pumpen. Und es ist bekannt, dass auch andere Aspekte des Gazastreifens betroffen sind, beteiligt am Pumpen von Meerwasser in die unterirdischen Tunnelnetze der Hamas. Auf der anderen Seite gibt es auch Geiseln.
die von der Hamas in Khan Yunis und jenseits dieser Siedlung, die sich in den unterirdischen Tunnelnetzen befinden, und die Nutzung, die Meerwasserflutungsmethode der IDF in diesen Gebieten könnte Probleme verursachen. US-Präsident Joe Biden berichtete jedoch, dass die Hamas nach Yahya Siwa geschickt habe, alle Geiseln von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen und an den Grenzen dieses Landes Siedlung in der Nähe von Rafah. Angesichts dieser Überlegungen scheint es also, dass die IDF das Meerwasser-Nutzt-Methode in den Gebieten bis Khan Yunis ist vorerst kein Problem. Mit der Übernahme von Shuja'iyye begann die IDF, Militäreinheiten einzusetzen und Kampfingenieure in den Süden des Streifens, um die Verbindung der Hamas mit Khan Yunis und seine Bewohner aus diesem gefährlichen Untergrund zu befreien, Terrororganisation. Diese Truppen wurden mit erstaunlichen Details der Terrororganisation konfrontiert, tiefstes und längstes unterirdisches Tunnelnetz in der Region. Die IDF gab bekannt, dass sie ein weiteres großes Hamas-Tunnelnetzwerk in der südlichen Teil von Gaza-Stadt und veröffentlichtes Filmmaterial, das einen Hund aus dem Oketz zeigt. Hundeeinheit scannt die unterirdischen Gänge. Der massive Tunnel wurde von der IDF nach Truppen der Jifdah entdeckt. Brigaden und Kampfingenieure stießen mit der Hamas-Terrororganisation zusammen, das Hauptgelände der Terrorgruppe in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza-Stadt. Mit der Entdeckung eines Netzes von 1500 Tunneln im Norden und Süden der Streifen und der Abriss eines Drittels von ihnen, IDF-Streitkräfte haben begonnen, sich zu straffen, ihr Griff nach der Terrororganisation Hamas im Untergrund in Gaza-Stadt. Neben dem nördlichen Gazastreifen konzentrierte sich diese Zangenbewegung auf die zentrale und südliche Linien des Streifens in den letzten Tagen. Die Eliteeinheit Yahalom Combat Engineering und OCATS kamen dann, um Nachforschungen anzustellen, die Tunnel unter dem Hamas-Terrorgelände. Die Scans ergaben, dass diese Tunnel mehrere Ebenen haben. Nach Angaben der IDF war das Tunnelnetz hunderte von Metern lang und inklusive Kommandoräume, Lagerhallen und große Rastplätze mit Strom, Kommunikationsleitungen und Wasser. Aufnahmen eines Hundes der OCATS-Hundeeinheit, der sich entlang der Tunnellinie bewegt, bewies all diese Details. Auffällig im Filmmaterial waren auch die Details zerstörter Bereiche und Räume im Inneren die Tunnellinie. Es ist wahrscheinlich, dass diese beschädigten Fächer nach der Zerstörung zerstört wurden, Angriffe von IDF-Truppen. In anderen Abteilen befinden sich noch intakte Räume und Kommandozentralen. Auf der Oberfläche des Gebiets, in dem der Tunnel begann, erstrecken sich Kabelverbindungen U. Es ist wahrscheinlich, dass die Terrororganisation Strom und Belüftung zur Verfügung stellt, die Fächer im Tunnel durch diese Kabel. Aber dieses gesamte Terrorsystem, das im südlichen Gazastreifen entdeckt wurde, wurde danach zerstört, umfangreiche IDF-Operationen. Mit anderen Worten, dieser riesige Tunnel wurde durch den Kampf der israelischen Armee zerstört, Ingenieure und die 99. Division nach allen notwendigen Analysen. Es ist jetzt bekannt, dass die Ein- und Ausstiegspunkte des Tunnelschachts wurden unbrauchbar gemacht. Es wird behauptet, dass der riesige Tunnel, der zerstört wurde, die Hauptleitung enthielt, Hauptquartier von Yahya Sinwar, einer der ranghöchsten Persönlichkeiten der Hamas-Terrororganisation. Yahya Sinwar hat diesen unterirdischen Tunnel möglicherweise für seinen Umzug in Benutz südlicher Gazastreifen. Dies könnte den IDF-Streitkräften wichtige Hinweise auf die Bemühungen der Hamas geben, den Terror zu erreichen, Führer im Süden des Streifens. Die Tatsache, dass der größte Teil der terroristischen Führung bereits im Süden konzentriert ist, Gaza wird Israel veranlassen, seine diesbezüglichen Bemühungen zu intensivieren. Dieser dramatische IDF-Vormarsch im südlichen Gazastreifen könnte die Terrorführer in der Region halten, Tunnelstrecken in ihren Höhlen noch eine Weile länger. Also, welche Strategien wendet die israelische Verteidigungskraft an diesem Punkt an? Tatsächlich ist die israelische Armee, wie bereits erwähnt, nicht nur im Süden präsent, Teil des Gazastreifens, aber auch im Zentrum und im Norden des Streifens. Personal der israelischen Verteidigungskräfte, IDF, entdeckt den Untergrund der Hamas-Tunnelstrecken nicht nur im Süden des Gaza-Gebiets, sondern auch im Norden und zentrale Bereiche des Territoriums.
Wenn wir uns den zentralen Bereich von Gaza-Stadt ansehen, können wir sehen, dass die israelische Verteidigung, Streitkräfte, IDF, Militärsoldaten haben kürzlich ein Netzwerk von Tunneln in entdeckt, dieser Bereich auch. Die israelische Armee hat angekündigt, dass sie die Kontrolle über einen Teil des Gazastreifens übernommen hat, statt einschließlich des Palästinaplatzes. Dies ist, wo die Terrororganisation Hamas und seine Führer operieren und leben. Außerdem entdeckten die israelischen Soldaten ein großes unterirdisches Netz sowie ein Waffenlager.